Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Das erste News Update seit dem Release von Season 10 und ich habe gleich richtig geile Informationen für euch. Vorab aber gerne die Einladung an euch, die Kommentare mal voll zu hauen. Wie fandet ihr den Start von Season 10? Also servertechnisch muss ich tatsächlich sagen, war ich echt überrascht, dass es so stabil lief. Auch wenn viele die Probleme eher hatten. Der Patch kam ewig nicht, gerade auf der Xbox über eine Stunde später. Und dann hat der Download natürlich wieder ewig gedauert. Aber das kann man nun mal groß nicht beeinflussen. Aber ansonsten fand ich den Start sehr, sehr geil. Was habe ich heute für euch? Ich habe einen Seer und Prowler Nerf für euch. Ist wahrscheinlich schon in der Mache und steht kurz davor, veröffentlicht zu werden. Vielleicht in diesem Patch, der jetzt demnächst bald kommt, oder vielleicht im Folgepatch. Müssen wir mal sehen. Dann wurde nochmal ein Interview mit einem Respawn-Mitarbeiter geführt, was das Next-Gen-Update betrifft. Ich weiß, das heißt Next-Gen. Ich finde, für mich klingt das dämlich. Deswegen sage ich Next-Gen-Update, also PlayStation 5 und die neue Xbox. Dann rede ich nochmal ausgiebig über Rampart. Rampart steht wohl fett im Mittelpunkt von Season 10. Town Takeover Event, Erbstück und so weiter und so fort. Und sie wird wahrscheinlich die erste sein, die ein Town Takeover Event bekommt. Bekommt ein fettes Makeover und das Erbstück alles in einem. Das wird mega interessant. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Dann habe ich noch Informationen zu Cross Progression. Ich blende das hier schon mal ein. Ich betitel einfach nochmal, was es ist, weil es immer noch Leute gibt, die nicht wissen, was Cross-Progression ist. Du fängst auf der PlayStation an, kein Bock mehr auf PlayStation, weil PlayStation scheiße. Oder willst vielleicht auf der Switch oder auf dem PC oder Xbox anfangen und willst halt deinen lang gepflegten Account auf eine andere Plattform transferieren, damit du eben deine ganzen Einkäufe, Skins, Fortschritte und so weiter eben auf der anderen Plattform hast. Und wenn ich diesen, jetzt muss ich hier mal seitenverkehrt, wenn ich diesen blauen Text von einem der Respawn-Verantwortlichen Glauben schenke, kann, dann sehe ich eine völlig neue Möglichkeit des Cross-Progressions, weil ich dachte ursprünglich, ein Account auf eine Plattform Sense, aber so wie ich das hier sehe, weil wenn ihr den vierten Satz euch durchlest, da wird Existing Accounts, Accounts Mehrzahl. Das bedeutet für mich, vielleicht kann man tatsächlich zwei Accounts, Account A, da hast du vielleicht schon 500 Euro reingeballert, Account B, da hast du vielleicht 200 Euro reingeballert, dass du beide Accounts verschmelzen kannst. Wie das technisch zwar funktioniert, weil du ja auch einen Namen hast, einen Accountnamen, keine Ahnung, weiß der Geier was. Das wird wahrscheinlich die Schwierigkeit dahinter sein und das ist wahrscheinlich die große Problematik, mehrere Accounts verschmelzen zu lassen. Auf jeden Fall ist das in der Mache. Sie versuchen das zu bringen, aber sie schreiben auch dieses Jahr definitiv nicht. Aber sie werden es definitiv bringen und sie schreiben auch, wo die Schwierigkeit liegt. Und da lasse ich mal außen vor, da hat sich nämlich Respawn vor kurzem zu Wort gemeldet. Es gab ja vor ein paar Wochen einen riesen Hackerangriff und da sagte Respawn ein oder zwei Tage später, dass das Problem mit Cross-Progression in weite Ferne gerückt hat, so ein Stück weit, weil natürlich Apex und Titanfall soll stabil laufen, soll Hacker undurchsichtig werden, sodass so ein Spiel eben nicht so leicht gehackt werden kann. Keiner hat damit gerechnet, dass das überhaupt so easy für einen Hacker ist. So. Achso, was sind die Probleme? Die technischen Herausforderungen. Einfach verschmelzen der Accounts ist ein Problem. Dann gibt es nicht nur die technische Herausforderung, weil das Problem ist, das Spiel wurde auch nicht konzipiert, dass das technisch überhaupt machbar ist. Und das dann so einzufügen, so ein fettes Feature, sicherlich nicht so einfach, das darf man nicht vergessen. Rechtliche und vertragliche Probleme zwischen den Plattformen, was In-Game-Käufe betrifft und so weiter. Auch rechtliche Sachen, weil es verschiedene Regionen gibt, die andere Gesetze haben und so weiter und so fort. Und das beschreibt er alles in diesem blauen Text und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein Riesenchaos, wie sie selber schreiben und versuchen das auf jeden Fall in den Griff zu kriegen. So, jetzt habe ich fast 4 Minuten über dieses Thema gesprochen. Jetzt ist auch mit Cross-Progression hoffentlich für dieses Jahr endlich mal wieder Ruhe. Wir fangen jetzt mit dem Map-Update an. Wir haben ja in Season 10 fettes Map-Update auf World's Edge bekommen und scheinbar ist aber das Town Takeover Event rund um Rampart tatsächlich auch auf World's Edge. Das heißt, die Map wird zum Split 2 oder kurz nach dem Start von Split 2 nochmal ordentlich verändert. Warum gehe ich davon aus, dass das Town Takeover Event in Split 2 ist? Zum einen haben wir, ich blende den ganzen Spaß gleich nochmal ein, Moment, das wollte ich euch zeigen. Wir haben die ersten Teaser-Daten am 5.9., am 7.9. und am 10.9. Das dürfte alles noch in Split 1 sein.
ja, es sind keine 6 Wochen nach dem Release von Season 10. Und kurz nach Split 2 irgendwann werden wir wieder so ein fettes Update wie in Season 9 bekommen, wo Revenant fast ein Makeover bekommen hat, sein Erbstück und so weiter und so fort. Da stand ja dann Revenant mehr oder minder als Hauptlegende am krassesten im Fokus. Und genauso soll das nämlich in Season 10 kurz nach Split 2 sein. Rampart bekommt ein fettes Update. Sie bekommt also einen fetten Buff und es soll wohl so sein, Moment, ich zeige euch jetzt, wir gehen erstmal nochmal auf das Map-Thema ein, bevor ich drüber rede, was da genau passieren soll. Wir haben bei Lavastadt 2 rote Punkte, beziehungsweise nordwestlich von Lavastadt in dieser Schlippe, wo die Gleisen lang gehen, 2 rote Punkte, da werden Schilder aufgestellt und einmal ein rosa Punkt, übrigens die Informationen fast zu 100% von Garrett Leaks zur Verfügung gestellt. Und der rosane oder lilane Punkt, das ist so eine Art Loading Screen. Ich habe diesen Loading Screen von Rampart schon gesehen. Da steht die so ein bisschen da und wackelt nur mit dem Kopf. War nichts Spannendes, deswegen habe ich das hier weggelassen. Und ich zeige euch, an diesen roten Punkten sollen diese Schilder aufgestellt werden. Und wir kennen das aus verschiedenen anderen Seasons, wenn der World's Edge oder wenn World's Edge ein Map-Update oder irgendein Event-Update bekommen hat, wo sich irgendwas auf der Map verändert hat. Da haben wir so eine Hammond Robotics-Schilder irgendwo gesehen, die dann quasi so ein bisschen den Bereich eingegrenzt haben, wo sich das Town Takeover Event befindet, beziehungsweise eben das Map Update. Und diese beiden Schilder begrenzen quasi den Bereich, Moment, wo das Map Update scheinen soll. Irgendwo nördlich oder nordwestlich eben von Lava City könnte es sein. Und das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Meine Fresse, kann ich das jetzt mal richtig einblenden? Danke. Dass dieses Schiff, was dem Mirage Voyage vielleicht mit viel Fantasie ein bisschen ähnelt, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar so eine Art Werkstatt von Rampart ist. Da steht ja auch mein, also irgendwie die ganzen Graffitis, das ist alles von Rampart, von ihr vollgesprayt. Also können wir davon ausgehen, dass vielleicht sogar dieses Schiff dort landet, dort Halt macht und ein neuer Spot auf World's Edge wird. Das ist auf jeden Fall meine felsenfeste Überzeugung, wobei für mich tatsächlich es keinen Sinn macht, World's Edge mit einem fetten Map-Update und dann kommt 5, 6, 7 Wochen macht keinen Sinn, 8, 9 Wochen vielleicht später, dann auf einmal ein neuer Spot auf der Summap, obwohl ich mich trotzdem drüber freue, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede, es gibt nämlich noch diese Bilder und das könnte so ein bisschen anteasern, dass es tatsächlich stimmt, dass die ultimative Fähigkeit die Sheila von Rampart auch das Makeover bekommt, denn die Gerüchte gehen rum. Hier steht nämlich auch auf dem Blueprint Version 1.89. Aktuell kannst du Sheila nur aufstellen und es ist tatsächlich so, dass das Gerücht rumgeht, dass Sheila dann als, ich sag mal, Handheld-Modus, als Railgun in die Hand genommen werden kann und dann kannst du mit Sheila da rumrennen, kannst dich wahrscheinlich um 360 Grad drehen und kannst da dir die Birne wund ballern. Das finde ich interessant, aber ich könnte mir vorstellen, dass Rampart dann wahrscheinlich nur sehr, sehr langsam laufen kann und natürlich ein absolut einfaches Ziel sein wird. Das ist jetzt meine Theorie und deswegen wäre Rampart quasi die erste Legende, die ein Town-Takeover-Event bekommt, ein fettes Map-Update zugleich, einen fetten Patch und das Erbstück. Das gab es nämlich noch nie, ein Town Takeover Event. Ist ja immer irgendeine Legende, wie Caustic war das letzte Town Takeover Event, aber sein Erbstück hat er schon lange, lange vorher bekommen. So, bevor ich jetzt aber zu tief hier in die Materie gehe, gehe ich auf das Next Gen. Ich weiß, es heißt Next Gen, ist mir aber vollkommen Latte. Auf das Next Gen Update möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Da gibt es nämlich aktuelle Informationen. Es ist weiterhin fett in Arbeit. Respawn möchte das Spiel in 120 FPS und keine Ahnung, wie viele Millionen Herz liefern, ist in Arbeit, dauert aber noch eine Weile, vielleicht ja sogar dieses Jahr. Hier steht's, Next Gen Update wurde bereits für dieses Jahr versprochen, aber ich glaube, das sollte schon viel, viel länger her sein, wo das eigentlich kommen sollte, wurde verschoben, warum auch immer. Auf jeden Fall ist es in der Mache und sie freuen sich selber, es zu liefern. Und hier der Verantwortliche, der hier den Text verfasst hat, Mensch, dieses Spiegelverkehr, das ist echt beschissen zu zeigen, der sagt, er würde gerne mehr verraten, darf auch nichts spoilern und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir zum interessantesten Part, der Prowler-Nerf zum einen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier musste ich ein bisschen schmunzeln. Respawn
beobachtet weiterhin die Brawler. Es ist noch nicht 100% fix, aber wir können davon ausgehen, dass es passieren wird in einem der kommenden Patches, dass die Brawler vielleicht doch ein bisschen zu krass ist. Ich muss leider ein bisschen drüber schmunzeln. Ich fand es ja schon schade, dass die Brawler ohne den vollautomatischen Modus kommt. Und jetzt ist sie trotzdem zu krass im Burst-Modus. Ich weiß, jeder hat gesagt, die sind Burst eh stärker. Ich mag halt vollautomatische Waffen lieber, deswegen finde ich es trotzdem krass, dass sie jetzt genervt wird, weil ich bin der Meinung, eigentlich sollte er, auch wenn die Brawler extrem krass ist, ich finde trotzdem, dass die neue Rampage LMG genervt werden muss, weil sie einfach zu heftig ist. Immer noch meine felsenfeste Überzeugung, und mit einem Brawler-Nerf hätte ich jetzt tatsächlich so schnell nicht gerechnet. Ich gehe davon aus, dass der Grundschaden einfach nur reduziert wird oder die Zeit zwischen den Bursts vielleicht ein paar Millisekunden erweitert wird, dass man nicht so schnell bürsten kann. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, oder vielleicht die Streuung ausdüfte und so weiter und so fort. Lange drum herum geredet, jetzt kommen wir zum Seer-Nerf. Der wird definitiv kommen. Seer wurde stark veröffentlicht. Das war auch die Hoffnung von Respawn, dass der stark einschlägt. Und sie schauen jetzt, wie sie den ein paar Balance-Updates verpassen können oder in einem Patch ein Balance-Update dem Typen verpassen können. Wie das genau aussieht, aktuell unbekannt. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht die ultimative Fähigkeit betrifft, sondern die taktische. Die taktische, die kann faktisch 4 oder 5 Sachen zeitgleich, und das ist meines Erachtens nach für eine Legende, auch wenn der Wirkungsbereich nicht sehr groß ist und man es relativ leicht ausweichen kann, ist das trotzdem für eine taktische Fähigkeit viel, viel zu einfach. Und es gab vor allen Dingen Diskussionen zwischen den Spielern, weil es völlig neue Gameplay-Elemente gibt, die es vorher so nie gab, wie eben, dass man mal eben den Lebensbalken und die Schilder und so weiter sichtbar machen kann für 8 Sekunden. Du kannst den dann spotten, der läuft einfach weiter, oder du kannst eben Fähigkeiten und Heilung unterbrechen. Das ist alles so, das sind alles so Sachen, die gab es vorher nicht, und da gibt es halt Diskussionsbedarf, und deswegen gibt es auch Bedarf, die neue Legende zu nerven, weil sie wahrscheinlich zu krass ist. Und das ist alles, was ich euch heute hier präsentieren wollte. Ich bin auf jeden Fall in den Kommentaren gespannt, was ihr darüber denkt, was ihr davon haltet. Ich freue mich wie immer über jeden Daumen nach oben, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.